Hallo Schütze, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena Schütze. Heute wollen wir nochmal schauen, ist es der richtige Weg? Ist es die richtige Entscheidung? Bist du wirklich absolut sicher und überzeugt, dass es das Richtige für dich ist? Ja? Das heißt, viele von euch habt ihr unterschiedliche Wünsche, Ziele, Projekte. Ja? Für den einen kann es mehr das Emotionale sein, für den anderen ist es mehr das Physische, für den anderen ist es mehr eine Arbeitssituation, eine materialistische Geschichte. Passt es also an, gerade auch diese Generation, die ihr schon über 55, 60, 70 seid, die ganz andere Bedürfnisse, ganz andere Fragen haben, seid immer herzlich willkommen. Okay? Hier geht es also darum, ist es der richtige Weg, ist es die richtige Entscheidung, bist du voll im Flow? Schütze, konzentriere dich. Schütze, wir haben bei dir wirklich schon eine Energie, wo ich sage, Achtung, aufpassen. Wichtig ist hier, mit dir selber im Einklang zu kommen. Schütze, es ist ein klares Nein. Wenn der Teufel im Tarot kommt, heißt es ist eine Vorsichtsmaßnahme geboten allererster Sahne. Es gibt Schützen, die voll in ihrer Energie sind, ja? Die voll in ihrem Flow sind, die super glücklich sind. Bitte hinterlasse in meiner Kommentarbox das Rezept, das, was du machst, ja, um dauerhaft im Glück zu sein, um dass sich alles das, was du dir wünschst, auch wirklich ergeben hat oder sich wirklich erfüllt, damit andere Schützenenergien auch in diese Frequenz kommen können, über Dinge nachzudenken, und mit deinem Kommentar hilfst du ganz vielen anderen Menschen. Also bitte, lasse hinter jedem Video, was dich anspricht, einen Kommentar, um anderen Menschen auch helfen zu können. Das zeichnet deine Menschlichkeit aus, okay? Also, um dir sagen zu können, es ist nicht der richtige Mensch, es ist nicht die richtige Situation, es ist nicht der richtige Weg, es ist nicht die richtige Entscheidung. Warum ist das nicht? Weil hier gibt es in einigen Situationen, in einigen Energien von Schützen etwas, was entweder mit einer Abhängigkeit zu tun hat, mit einer toxischen Energie, auch mit einer krankhaften Energie, auch mit einer Gefangenschaftsenergie, ja? Wenn wir hier von dem Teufel reden, heißt es kann sein, dass du hier einen Weg der Trennung gehen musst mit einem Menschen, um in eine Befreiung zu kommen, um dann aufzuwachen, um zu merken, dass du in einer giftigen Partnerschaft warst und es nicht gemerkt hast vielleicht auch. Emotionale Abhängigkeit, passionierte Abhängigkeit, Abhängigkeit jeder Natur. Vorsichtig, okay? Es kann auch sein, dass du hier auf dem falschen Weg bist, weil du dich verführen lässt von einem Menschen, verführen lässt von einem Gedanken, verführen lässt von einer falschen Wahrnehmung, wo man dir später zeigen wird, dass eine Manipulation stattgefunden hat oder gerade stattfindet und dich in eine schwierige Situation reinbringen wird wie vorher. Aufpassen auch mit Depressionen, aufpassen mit dominanten Menschen, aufpassen mit all dem, was negativ ist und was toxisch ist. Hier sagt das Tarot, es ist besser, dass du nochmal drüber nachdenkst, okay? Einen Moment abwartest, nochmal alles überdenkst und dann, wenn du wirklich dir jetzt den Zeitraum gibst, hier die Sachen anders zu machen, dich auf dich zu fokussieren, aufzupassen, dass du dich nicht hinreißen lässt oder verführen lässt durch ein tolles, schmackhaftes Angebot oder was auch immer, was nachher ein Reinfall ist, ja? Wenn du das alles beherzigst und die Entscheidung aus der Ruhe triffst, wirst du sehen, das Rad des Schicksals wird dir helfen, wieder in den Flow zu kommen. Ja, wenn du merkst, dass ein Mensch, eine Situation, eine Glaubensrichtung, etwas in dir unerträglich ist, katapultier es raus und hol dir Hilfe. Das Rad des Schicksals wird dir zeigen, nach einer Zeit des Leidens, nach einer Zeit des Schmerzens, nach einer Zeit, eine andere Entscheidung zu treffen, nach einer Zeit der Evolution, der Entwicklung, ja, der Klarheit, wirst du sehen, wie du hier dann einen Neustart wagen wirst und dann die Sachen von Anfang an richtig kreieren wirst. Neue Erwartungen, neue Ziele, neue Projekte, positives Denken und Klarheit wird dir dann, nachdem du diesen Teufel, dieses Toxische, dieses ganze Negative zurückgelassen hast, pass es bitte auf deine Situation an, öffnen wir einen neuen Lebenszyklus, eine neue Situation, haben eine neue Lernaufgabe, kommen in eine positive Entwicklungsenergie, haben die Klarheit und dann wirst du sehen, wie auf einmal deine Erwartungen, deine Ziele, deine Wünsche ganz anders sind, wie die, die du in diesem Moment hast. Okay, warum? Weil du irgendwie benebelt bist oder verunsichert bist oder beeinflusst, manipuliert wirst von irgendeiner Fremdenergie, aber auch manchmal von dir. Ich rate dir in der nächsten Zeit, was Blaues anzuziehen, eine blaue Kerze vielleicht auch anzuzünden, um Erzengel Michael um Hilfe zu bitten, aber auch um deine Konzentration,
deinen Geist und alles ein bisschen zu stärken, zu festigen. Das wird dir wirklich mehr Vertrauen geben. Was Oranges, um auch dein Immunsystem ein bisschen zu aktivieren. Ja, das erinnert an gesunde Nahrung, aber auch das Verdauungssystem zu aktivieren, damit das Lymphsystem, das Nervensystem, ja, die Psyche und die Füße, die Psyche, ja, das Psychische und das Physische komplett aktiviert wird. Manche könnt ihr auch was Schwarzes anziehen, weil das Schwarze absolviert nochmal andere negative Energien. Das heißt, dass du dann nochmal signalisierst, hier ist meine Grenze. Also die Farbwahl, die ihr anzieht, die Farbwahl, die ihr als Kerzen benutzt, ist ganz, ganz wichtig auch, okay? Das EHPUNRGD und das K. Die Zahl 2, die Zahl 5, die 9, die 52, die 25, die 7, die 29, die 11, die 14 und die 92 können vielleicht von Bedeutung sein und die 59, okay? Ich wünsche euch alles Liebe, Schütze. Danke, dass ihr dabei wart. Sonntags 19 Uhr starten wir unser Live-Chat. Sei dabei. Ein Termin für Juli habe ich noch für eine private Legung, für eine zielorientierte Therapie. Schreib mich also an, wenn du gerne noch zeitnah was haben möchtest. Jedes Kommentar wird von mir auch wirklich zeitnah beantwortet. Denk dran, Mexiko, Europa ist eine ganz andere Zeitzone. Aber ich gebe mir immer Mühe, eure Kommentare zeitnah auch wirklich zu beantworten. Ja? Alles Liebe wünsche ich dir. Denk dran, Schütze. Es ist wichtig, dass du manchmal über viele Sachen nachdenkst, bevor du eine Entscheidung triffst. Und übe dich in Geduld und lasse es zu, dass auch die Menschheit dir aufzeigen kann, wohin deine Reise dich führt. Okay? Alles erdenkliche Liebe und wir hören uns. Bis dann. Bye.